Die Bank Austria Kunstsammlung steht seit anderthalb Jahren, seit Anfang 2011 unter der Ägide des Bank Austria Kunstforums. Und seither haben wir einige Ankäufe getätigt, die die Sammlung erweitert, aber auch vertieft haben. Und unser allererster Ankauf war die Installation von Rainer Ganal rund ums Elektrofahrrad. Unser Ansatz ist es, dass wir die Sammlungstätigkeit und die Ausstellungstätigkeit sehr eng aufeinander beziehen. Das heißt, sobald wir ein Werk als Teil unserer Sammlung wissen dürfen, präsentieren wir es in einem weiteren Kontext im Tresor. Das ist sozusagen unser Ziel und das haben wir mit dieser Ausstellung hier verwirklicht. Dazu begleitend gibt es eine Ausstellungspublikation, die diese Inhalte wissenschaftlich aufbereitet. Was ist der Hintergrund dieser Ausstellung? Der Hintergrund war zuerst einmal einfach eine Einladung, nicht? Und im Zusammenhang mit dieser Arbeit I Wanna Be Chinese. Und das ist eine Arbeit mit Fahrrad. Und da geht es darum, dass ich einen sehr bekannten italienischen Song, Tu vuoi far l'americano, also du möchtest gern so tun wie ein Amerikaner, vertauscht habe mit I wanna be Chinese. Also ich möchte ich, nicht du, sondern ich möchte nicht Amerikaner, sondern Chinese sein. Tu vuoi far proprio cinese, oh cinese. Und generell das elektrische Fahrrad deshalb, weil die Chinesen führend sind, was E-Mobilität anbelangt. Sie sind aber auch im Besitz von 96% der sogenannten seltenen Erden, die gebraucht werden für die Solarenergie, für alles, was Batterien anbelangt, Magnete, Elektromotoren und so weiter. Zeitpunkt, als ich die Einladung bekam für diese Ausstellung, war mein Interesse hauptsächlich auf Alfred Jarry gerichtet und insofern habe ich versucht, es hier zu konzentrieren. Der hat mich also fasziniert in dem Sinn und mir Ideen gegeben, nicht, wenn man das so naiv sagen darf. Und wie gesagt, die einzelnen Arbeiten, also alle diese Arbeiten, die Sie hier sehen, außer jetzt die I Wanna Be Chinese, aber selbst die noch, haben alle mit dem Titel und mit dem Thema um Jarry in irgendeiner Art zu tun, nicht? Also es ist offensichtlich, nicht? Also bei der Arbeit hier, die Passion Christus als Bergrad drinnen, geht es um nicht den Text von Jarry. Bei den Props sind es Filme, wo es um die Verfilmung seiner Biografie geht. Beim Fahrrad und so weiter geht es um eine Imitation von Alfred Jarry, nicht? Also die alten Fahrräder, die aus der Zeit von Jarry kommen. Und hier ist es eine Hommage sozusagen durch das AJ. Und so geht es halt durch, nicht? Alfred Jarry ist ein Pionier sozusagen, nicht nur der Literatur, sondern auch des Fahrradfahrens. Und Doping, nicht? Also eigentlich sind zwei sehr aktuelle Themen. Und die einzelnen Arbeiten, die Sie hier sehen, die sind sozusagen um diese Achse. Fahrrad, Doping und Duchamp, das Etat-Donné, gelegt und konzipiert, nicht? Ja, Rainer Ganal verfolgt einen konzeptuellen Ansatz. Er geht von einem Thema, von einem Motiv aus und spannt einen immer größere Bögen von Assoziationen, von literarischem Material im Falle von Alfred Jarry und so weiter rundherum. Immer mit der Idee des Ready-Mades von Marcel Duchamp im Hinterkopf. Eigentlich so eine Haltung, aus dem Leben Dinge herauszuziehen, sie aus ihrem traditionellen, funktionellen Kontext zu lösen und als Kunstwerke im Rahmen seines, in dem Fall Fahrraduniversums, zu deklarieren. Musik